Ja, willkommen zurück bei Fischers Reisen. Und zwar, ihr seht mich ein bisschen im Dunkeln. Und zwar geht es uns heute mal um Kowaris. Das sind australische Raubbeutler, die in der Dunkelheit leben. Deswegen ist das hier so im Dunkeln so schon nachempfunden. Die Tiere fressen Insekten, Spinnen, kleine Wirbeltiere und leben in trockenen Grasländern Australiens. Das sind Beuteltiere und haben eine Tragzeit so von 30 bis 36 Tagen. Das ist jetzt hier ein bisschen schlecht zu sehen, aber so sehen die Tiere aus. Haben 2 bis 6 Junge, die werden gar nicht so alt. Die werden nämlich bloß 2 bis 6 Jahre und sind stark gefährdet. Das liegt natürlich vor allem daran, dass in Australien dann andere Tiere eingeführt wurden, wie Katzen, Hunde und sowas, Ratten. Und deswegen haben es die Beuteltiere schwer, weil Australien war lange Zeit isoliert und deswegen hatten die Kowaris eigentlich und auch andere Raubtiere, wie zum Beispiel Tüpfelbeutelmörder, Tasmanischer Teufel und Beutelwolf, keine Konkurrenten. Jetzt noch ein zweiter. Die Tiere sehen jetzt aus wie Mäuse, sind aber Raubtiere. Also die können das Mäuse weit aufmachen, die Zähne sind scharf. Die sind wie gesagt überwiegend nachtaktiv, bewohnen Erdbaue und sind eigentlich sehr soziale Tiere. Die belecken sich zum Beispiel gegenseitig und führen ritualisierte Kämpfe durch. Die Jungtiere bleiben 78 Tage im Beutel und werden dann später auf den Rücken getragen. Auch mal sehen wollen, wo die genau leben. Also hier in Australien, relativ im Landesinneren. Wie gesagt, Kowaris sind gefährdet. Gibt es nicht mehr so viel davon. Jetzt hätte ich natürlich gerne nochmal einen gefilmt. Und hier ist er. Zack. Ja. Also ihr seht schon, das sind sehr agile Tiere, die auch in Bäumen leben und klettern können. Also die Schwänze haben wie eine Funktion wie bei Katzen im Prinzip, so als Gleichgewichtssteuerungsorgan. Wie gesagt, es sind Raubtiere, auch wenn sie jetzt erst einmal nicht so aussehen, sondern eher so mäuseähnlich. Und es sind Beuteltiere, ne? Also die bringen jetzt nicht einfach die Jungen zur Welt, sondern die bleiben noch eine ganze Zeit lang im Beutel. Typisch Australien eben, ne? Die australischen Tierewelt war ja lange Zeit isoliert, deswegen sind da auch eher so alte Tierarten erhalten geblieben. Weil die ursprünglichen Säugetiere hatten auch diese Funktion, dass sie lange im Beutel waren, die Tiere. Und da Australien so lange isoliert war, sind dann noch die alten Tierarten so erhalten geblieben, sagen wir mal so. Das endet aber nur langsam, weil wir leben ja in einer globalisierten Welt. Der Mensch hat viele Tiere eingeführt. Und deswegen geht es eigentlich allen ursprünglichen australischen Tierarten, wie eben dem Kowari, nicht so gut. Die müssen eben mit den anderen Tierarten, die jetzt praktisch Australien erobert haben, irgendwie klarkommen, und das schaffen sie nicht so gut. Man kann eigentlich sagen, dass eigentlich sämtliche australischen Beuteltiere fast nicht mehr sehr häufig sind. Tüpfelbeutelmörder, Tasmanischer Teufel, denen geht es allen nicht gut. Die meisten Tierarten haben sich nach Tasmanien, also vor allem die Raubbeutler, nach Tasmanien zurückgezogen. Es gibt nicht mehr viele Raubbeutler auf australischen Hauptkontinent. Beutelwolf ist ja schon ausgestorben, Tasmanischen Teufel gibt es nur noch in Tasmanien. Und die Kowaris eben sind so ziemlich fast nur die letzten Raubbeutler, die auf dem australischen Festland überlebt haben. Ja. Ihr seht, ich bin hier insgesamt in einem dunklen Tunnel. Es hängt damit zusammen, dass hier vor allem nachtaktive Tierarten gehalten werden, wie eben der Kowari. Ja. Und generell Kowaris und auch alle Raubbeutler Australiens sind gefährdet. Dann können wir mal sehen, wo ich eigentlich so stehe, wirklich in der finsteren Nacht, sagen wir mal so. Genau.
Und jetzt nochmal ein kleines Schlussbild vom Kovari-Schwanz, vom Kovari an sich. Da ist er nochmal. So. Oder der sitzt noch schön dort im Felsen. Das ist jetzt noch ein schönes Schlussbild. Na, bewegt er sich nochmal, der kleine Kovari. Also sie würden jetzt zum Beispiel auch unsere Mäuse oder so kleine Wirbeltiere wie Echsen, Eidechsen und sowas, das fressen die. Sehr gut. Na gut, das war's mit dem Kovari. Ein kleiner Einblick in die australische Tierwelt. Bleibt fasziniert und auch bei Australien immer dabei. Ups, fast wäre abgerutscht. Tschüssi.